Servus Leute, wir haben einige Sachen zu klären wegen der Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge. Also zuerst mal ganz kurz die Ankündigung für heute ab 20 Uhr geht's los mit Blasphemous. Und jetzt muss ich mich entschuldigen, denn ich habe am Samstag ziemliche Scheiße gequatscht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich darauf kam, denn eigentlich wusste ich das schon, aber ich kann am Freitag gar nicht streamen. Ich habe da Spätschicht da. Nee, wird nix. Ich weiß nicht, wie ich drauf kam. Ist doof gelaufen. Jetzt brauchen wir einen neuen Termin. Ich kann diese Woche heute, morgen und übermorgen. Ja, Stream und eigentlich auch noch Donnerstag. Aber Donnerstag habe ich lange Schicht, komme dann nach Hause, bin faktisch tot, mache dann Training, bin dann klinisch tot und dann soll ich noch streamen. Nee, das wird nichts. Wir brauchen also einen neuen Termin und der wird sich wahrscheinlich auch auf nächste Woche verschieben. Also haben wir alles noch ein bisschen Zeit. Da müssen wir dann noch mal ein bisschen im Stream quatschen, wie wir das so alles machen. Und jetzt aber ein bisschen was von den guten Sachen. Jetzt haben wir das ganze Negative geklärt, dass es diese Woche doch nichts wird. Jetzt kommen wir dazu, dass ich schon mal die Regeln festgelegt habe. Und zwar, da steht's: Pokémon Randomizer Nuzlocke Pokémon Platin. Zufällig werden die Routen-Pokémon, die stationären Pokémon, die Trainer-Pokémon und die Starter. Ja, das ist klar. Ne? Starter müssen schon zufällig sein. Dann habe ich auch schon ein paar Regeln zusammengesucht. Ich weiß nicht, es klingt eigentlich alles schon so ganz gut. Regeln: Pro Ort nach Ingame-Karte darf nur das erste Pokémon gefangen werden. Wenn es besiegt wird, gibt es keine zweite Chance. Also man darf weiter gegen Routen-Pokémon kämpfen, aber man darf nur das allererste fangen. So. Besiegte Pokémon, also von einem selbst, die man hat. Besiegte Pokémon müssen freigelassen werden. Da ich das Spiel dann nicht nach dem Abschluss weiterspielen will, ist mir das scheißegal. Wir können auch eine Box machen, wo tot steht oder so. Das ist eigentlich völlig Latte, nur dass man sie dann halt auf jeden Fall nicht mehr benutzt. Jedes Pokémon bekommt einen Spitznamen. Da kommt ihr dann ins Spiel mit den Twitch-Namen und den, ja, euer Username halt als Spitzname, außer bei Dicta. Dicta kriegt einen anderen Namen, aber das, wir wissen nicht, ob man Dicta finden. Es ist möglich, aber Pokémon dürfen wir nicht mit NPCs tauschen. Das ist sowieso unwahrscheinlich, da alles zufällig ist und die wollen ja immer ein bestimmtes Pokémon für ein anderes Pokémon, was wir dann vielleicht gar nicht haben. Also ist das auch schon mal so ein bisschen raus. Legendäre Pokémon müssen besiegt werden, ausgenommen die ganzen Trios, also die Vögel, die Katzen, die Golems und das Seelentrio, vierten Gen, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie die genau hießen, aber die Trios, die finde ich jetzt nicht zu OP. Die würde ich gerne drin lassen, weil ich die auch eigentlich ganz cool finde. Und sonst halt alles andere wird halt weggebumst. So, der Kampfstil wird auf Folge gestellt. Shiny-Pokémon, das ist die Shiny-Claws, dürfen immer gefangen werden, egal ob legendär oder sonst wie. Da steht auch tatsächlich sonst wie. Und falls wir doppelten Pokémon begegnen, dürfen die übersprungen werden. Das ist aber auch unwahrscheinlich, weil es halt zufällig ist. Das heißt, wir haben da eine ziemlich große Auswahl an Pokémon, dass da eins doppelt erscheint. Ist möglich, aber unwahrscheinlich. Sowas wie eine Level Cap, dass ich nur so hoch leveln darf, wie der nächste Arena-Leiter sein stärkstes Pokémon ist oder dass ich nur so und so viele Heil-Items in einem Kampf verwenden darf, habe ich jetzt noch nicht drin, da es halt wirklich die erste Challenge ist und das würde ich gerne erstmal weglassen, können wir in späteren Challenges immer noch machen, falls die überhaupt gut läuft und so. Ja, das ist so das, was ich mir ausgedacht hatte. Falls ihr noch weitere Regeln wünscht, könnt ihr die gerne noch reinschreiben. Und was ich auch gern hätte, ich würde vielleicht so ein bisschen wieder so ein bisschen Fitness mit reinbringen, falls ihr da irgendwie Ideen habt. Nach Pokémon, wenn man einen Pokémon fängt, so und so viele Liegestütze oder nach besiegten Arena-Leiter so und so viele Push-Ups. Das sind ja Liegestütze. Oder also Australian Pull-Ups oder Pike-Push-Ups oder nach besiegten Trainern, wenn man ein Pokémon verliert, alles sowas. Das könnt ihr alles gerne reinschreiben. Ich würde mich übelst freuen. Ich mache mir auch nochmal Gedanken. Und das sind dann so erstmal die Ideen, die ich habe. Finde ich ganz gut. Jetzt muss es nur mal klappen, dass wir ein Datum finden. Das ist halt, ja, ich schäme mich. Ich schäme mich wirklich. Mein Auge ist immer noch nicht besser. Oh Mann. Genau. Das war dann die Ankündigung für heute, die Ankündigung für irgendwann. Und dann sehen wir uns vielleicht später im Stream. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Bis dann. Haut rein.